Dankeschön, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollege Rossmann hat es gesagt, die Haushaltsdebatte ist dazu da, um auch mal etwas grundsätzlicher auszuführen. Aber am Anfang, das will ich auch tun, bei zwei Themen, Chancengerechtigkeit und die besagte Bund-Länder-Finanzvereinbarung, die schon angesprochen wurde. Aber zu Beginn muss ich schon noch mal auf das postfaktische Zeitalter angehen. Ich dachte, wir hätten das gestern bei Sarah Wagenknecht erlebt, aber liebe Frau Gohlke und Herr Lenkert, wir haben das natürlich von Ihrer Seite wieder erleben müssen. Ich kann Sie nur ermahnen, nicht wie die AfD hier mit Populismus und Propaganda Unsicherheit bei den Leuten zu schüren. Das ist unmöglich, was man da betreibt. Und ich glaube, alle anderen Fraktionen haben hier auch gezeigt, wo die Fakten bei Bildung und Forschung sind. Und auch etwas in die Richtung der Linken, und das wurde heute noch nicht betont. Herr Schulz hat ja gesprochen von den sozial- und geisteswissenschaftlichen Forschungen, die wir stärken. Da legen wir nämlich auch ganz bewusst einen Forschungsverbund zum Thema SED-Unrecht auf, den wir mit 5 Millionen Euro starten, auf 25 Millionen Euro in den nächsten Jahren aufbauen. Und ich sehe oder halte das für sehr, sehr notwendig, allen voran auch, wenn man die Aufarbeitung sieht, die da in Thüringen mit Rot-Rot-Grün versprochen wird und die nicht stattfindet, dass wir diesen SED-Forschungsverbund auflegen. Meine Damen und Herren, Chancengerechtigkeit. Alle Maßnahmen, die wir im Bildungs- und Forschungsbereich treffen, haben die Chancengerechtigkeit aller Bürgerinnen und Bürger im Blick. Und das bedeutet, dass wir allen gleichermaßen den Zugang zu einem Bildungsangebot ermöglichen wollen, den sozial Benachteiligten eine besondere Förderung zuteilwerden lassen, aber eben auch eine besondere Förderung für Begabte. Und dass das Ganze gelingt, hat unser nationaler Bildungsbericht 2016 gezeigt. Den haben wir in der letzten Woche hier im Plenum auch debattiert. Aber Chancengerechtigkeit für alle, nach der wir streben, das heißt eben nicht Ergebnisgleichheit, wie das sehr oft von Rot-Rot-Grün propagiert wird. Alles Ungleiche abschaffen zu wollen, kann nicht das Ziel von demokratischer Politik sein. Und in unserer Gesellschaft spielt das Individuum mit seinen Entfaltungsmöglichkeiten glücklicherweise eine große Rolle. Und denen werden wir in der Bildungspolitik gerecht. Wer die Ungleichheiten unter den Menschen von Staats wegen beseitigen will, landet zwangsläufig in Unterdrückung und Diktatur. Das stellte Hubertus Knabe in einem Tweet sehr, sehr treffend fest. Im Übrigen twitterte er das zum Bundesparteitag der Grünen. Es muss uns vielmehr darum gehen, die Menschen mit ihren individuellen Fähigkeiten bestmöglichst zu fördern. Dafür haben wir ein vielseitiges Bildungssystem, wo es um optimale Bildung geht, aber nicht eben um gleiche Abschlüsse für jeden. Es geht um Wahlmöglichkeiten, es geht um verschiedene Bildungswege. Unser Stichwort: kein Abschluss ohne Anschluss. Und dass das Ganze funktioniert, zeigt ja, Kollege Ruprecht hat es angesprochen, wie die Studierendenzahlen zeigen, dass sich der Bund eben in der dritten Phase des Hochschulpaktes nochmal beteiligt und er insgesamt freiwillig 9,9 Milliarden Euro in diesen Hochschulpakt investiert. Es zeigt weiterhin das ganze Thema BAföG, das wir jetzt noch mal anheben. 2017 geben wir 2,6 Milliarden Euro dafür aus. Und es zeigt eben auch, das Aufstiegs-BAföG, ehemaliges Meister-BAföG, wurde ebenfalls noch mal angesprochen. Wir steigern das um rund ein Viertel auf 265 Millionen Euro. Ich denke, somit wird auch deutlich, was die OECD festgestellt hat. In Deutschland ist Bildung für Privatpersonen so erschwinglich wie in kaum einem anderen OECD-Land, und das ist ein gutes und wichtiges Zeichen. Der nächste Themenblock betrifft die Bund-Länder-Finanzvereinbarung vom 14. Oktober. Und da gibt es in der Tat Unterschiede zwischen den Koalitionspartnern. Und ich kann nur feststellen, von Seiten der Unionsseite, unkonditioniertes Geben von Geld ist falsch. Unkonditioniert meint, ohne konkrete Bedingungen, ohne konkrete Ziele. Unkonditioniertes Geld kennen wir aus dem bürgerlichen Recht. Da heißt das Ganze Taschengeld, § 110 BGB. Und wir sagen ganz deutlich, Bundesgeld ist kein Taschengeld. Von daher kann man nicht über jede Entscheidung froh sein, weil wir sagen, Geld muss zielgerichtet und mit einem Mehrwert eingesetzt werden, wenn das der Bund gibt, und eben nicht mit einer Gießkanne überschüttet oder ausgeschüttet werden.
Jetzt bedarf es zur Umsetzung dieser Bund-Länder-Vereinbarung einer Änderung des Grundgesetzes. Und nun wird vielmals spekuliert, hat das etwas zu tun mit den generellen Fragestellungen, Zuständigkeiten Bund im Bildungsbereich. Und immer wieder die Fragestellung, was ist das vermeintliche, angebliche Kooperationsverbot? Es ist ein völlig falsches Wort, was hier Rot-Rot-Grün in den Debatten verwendet. Es steht kein Kooperationsverbot im Grundgesetz, es stehen Zuständigkeitsregelungen und es steht eine Aufgabenverteilung im Grundgesetz. Und Bundesstaat bedeutet kooperatives Zusammenwirken im Rahmen der Zuständigkeiten, im Rahmen dieser Aufgaben. Und der Bund kooperiert in einem hohen Maße. Albert Ruprecht hat das gezeigt, mit wie vielen Pakten wir da dabei sind. Wir kooperieren, da gibt es keine Verbote, aber wir haben Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Und die Menschen, meine Damen und Herren, in Deutschland sehen ein ganz anderes großes Defizit, nämlich bei Schulabschlüssen und bei der Schulausbildung. Da fehlt es an Vergleichbarkeit der Abschlüsse, da fehlt es an verbindlichen Bildungsstandards, da fehlt es an Mobilität zwischen den Bundesländern. Und dieses Defizit kann ich nicht mit Taschengeld des Bundes beseitigen, sondern nur mit einer reformierten Kultusministerkonferenz beziehungsweise mit einem Länderstaatsvertrag, den wir seit vielen Jahren fordern, um eben endlich vergleichbare Abschlüsse zu schaffen, gemeinsame Prüfungsaufgaben, verbindliche Bildungsstandards festzulegen. In diesem Bereich, da kann man klatschen, das ist ja richtig. In diesem Bereich sind nämlich dem Bund die Hände gebunden. Und da hilft auch keine Grundgesetzänderung, um dieses Defizit abzuschaffen. Und das sollten Sie auch den Menschen ehrlich sagen. Wir brauchen keine Grundgesetzänderung, um in diesen Bereichen besser zu werden. Da braucht es einen Länderstaatsvertrag und eine weitere koordinierende Rolle des Bundes. Meine Damen und Herren, am Ende noch eine positive Nachricht, auch mit Blick auf die Bund-Länder-Vereinbarung. Der Bund hat aus dem BAföG-Desaster gelernt und hat in den Verhandlungen mit den Ländern ein Kontrollrecht bei der Mitfinanzierung von Länderaufgaben erstritten. Der Bundesrechnungshof soll künftig auch die Länderhaushalte prüfen können. Das ist wichtig und das ist gut. Da hat die Politik einmal gelernt. Und in diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Rainer Spiering.